If you can't trust a hooker to hold you through the night, who can you trust, eh? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Weiter geht's für GTA 5. Willkommen zurück. Ich bin der Lars und wir sind gerade mit Trevor unterwegs. Und wir sind voll bereit. Alter Schwede, habe ich gesoffen. Also ich kann ja fast im Tag runterfallen. Ja, so wie Trevor lebt und lebt natürlich voll. So kennen wir ihn natürlich. Und ich habe letztes Mal versucht, vor ein paar Parts mit Trevor was zu machen, was leider nicht ganz gut gelaufen ist, deswegen. So, das heißt, wir gehen also nun auf this. Und zwar auf Randale. Und die Randale machen wir jetzt und versuchen nicht den NPC diesmal umzuhauen. Dann passt es. So, Trevor ist immer noch voll. Wie geht's denn hier überhaupt runter? Komm, scheiß drauf, Trevor, spring. Das machst du, du schaffst das schon. Ich glaube, du schaffst auch runter zu springen. Trevor, ich glaube an dich. Call Fragner wieder, um diese Mission für Fremde und Freaks zu starten. Ja, Mann, ey, was ist denn los mit dir? Habe ich hier gesoffen, machst du gleich so eine Scheiße und dafür musst du um Gottes Willen leider sterben. Es geht nicht anders. So, dafür musst du sterben. So, das ist unsere Kiste, unser Auto, was natürlich sehr schick hier aussieht, auch in der Stadt. Nehmen wir doch mal, dann fahren wir jetzt zu den Freaks, zu den fremden Freaks, anmachen die Kiste. Beim letzten Mal ging es ja nicht, wie schon erwähnt. Ich habe den NPC einfach mal leider umgebracht. Es war nicht so geplant. Fuck, die Abholung hinter mir her. Ich fahre auch komplett falsch. Muss doch hier lang. So, hier lang. Dann links. Ja, ja, das passt schon. Ich mache das schon. Hupsala, Entschuldigung. Wie gesagt, normalerweise sollte man am Steuer nicht saufen, aber Trevor darf das. Er hat halt dicke Sitzen. So, hier links, obwohl der Bullen kommt. Scheiß da drauf. Wunderbar, hier durch. Dann hier rechts. Und dann sollten wir passend da sein. Gerade durch, wunderbar. Wir fahren durch diese Brücke oder unter diese Brücke, glaube ich, mindestens 10 Mal am Tag her. Aber ist okay. Wir fahren die echt so oft her, das ist unnormal. Die war ich schon so oft. So. Hab ich schon erwähnt, dass ich hier sehr oft war? Ich glaube schon. Perfekt, durchgeslidet. Da kommen die Bullen von rechts. Da ist so ein Heli. Bei 2 Sternen kommt schon ein Heli. Da fährt ein Zug. Da fährt ein Zug. Da fährt ein Zug. Da fährt ein Zug einfach. Lass mich doch durch, die Ampel ist doch wieder grün. Das ist ein Geldtransport, den wir nicht überfallen wollen. Könnten wir machen, aber ich habe keinen Bock drauf. Ich habe ja Haftbienen dabei. So, hier rum. Und dann müssen wir hier hin. Aber ich glaube, mit Sternen geht das nicht. Deswegen müssen wir uns erstmal verpissen. Da kommt schon wieder ein Bullenwagen. Oh. Och, Menno. Immer diese Bullen. Ach, verdammt. Dieser Wagen vertraut einfach nur Scheiße. Ich muss hier. Oh, hier kommt auch ein Bullenwagen. Ich muss hier lang. Ah, fuck, der hat mich schon gesehen. Eieiei, ob wir es wirklich schaffen, mit diesem behinderten Dreckswagen hier hinzu entkommen, das kann ich gar nicht sagen. Wieder aus der Brücke her? Sehr gut. Ich fahre mir hier rechts runter. Obwohl der Heli sieht mich da. Fuck, fuck, fuck. Fahren hier runter doch. Die Bullen kommen hier hinterher, die kommen hinterher natürlich. Wenn ich jetzt hier hinterfahre vielleicht. So, wenn ich jetzt hier stehe, vielleicht schaffen es die Bullen mich nicht zu finden. Ich bin mal gespannt. So, der Heli sollte mich auch nicht sehen. Hat er mich gesehen? Der Heli hat mich gesehen, oder was? Der Heli hat mich gesehen. Na, toll. Puh, da erschießt man kurz jemanden, nur weil einen überfahren hat. Jetzt ist der Heli mich verloren. Ich sollte nicht Richtung des Helis fahren. Hier unter der Brücke warten. Schnell, schnell, schnell. Unter der Brücke, unter der Brücke, unter der Brücke, unter der Brücke, unter der Brücke. So, ja, ja, ja. Und hier warten. Sehr gut. Jedes Mal das Gleiche. Bei jedem Part geht so los. Ich starte jemanden, erschieße, weil er mich dumm anmacht. Und jedes Mal folgen die Bullen mir und dann muss ich warten, bis... Ah, wisst ihr Bescheid. Sollten so langsam die Bullen weg sein? Da kommt ein Polizeiwagen. Warum kommt hier ein Polizeiwagen langgefahren? Wieso fährt hier ein Polizeiwagen? Hier fährt doch normalerweise nie ein Polizeiwagen her. Oh. Moment, Leute. Ich merke mir gleich wieder, welche Bullen... ne? Wenn die weg sind. Kleinen Moment. So, die Bullen sind weg. Jawohl, wunderbar. Dann können wir jetzt wieder zu der Mission fahren, wo ich hin wollte. Zu den fremden Freaks. Da sind sie doch. Dankeschön. Jetzt geht's aber. Und diesmal Lars bitte keine Stelle bekommen. Jimmy, hey Onkel T. Hier ist Jimmy D, der krasse Checker. Bin froh, dass du wieder da bist. Mein Dad verhält sich in letzter Zeit wie eine durchgeknallte Schlampe. Voll sauer und so. Ach verdammt, muss ich später gleich mal durchlesen hier. Können wir während der Fahrt machen. Wir sind doch so ein Profifahrer. Lamar, ey, irre. Du machst mir Angst, aber bist irgendwie cool. Wir sollten mal reden, wenn Franklin oder ohne ihn. Egal, Alter. Okay, Alter. Und Ron? Ron, ich habe gerade Radiowerbung für die Flugschule gehört. Ist hier noch Santos? Okay, das passt auf. Was haben wir hier? Das ist noch wieder Ron. Und wo ist das Neue? Das ist der. Aber wir haben scheinbar eine Nachricht bekommen. Jimmy, hier.
Okay, durchgeknallte Schlampe, voll sauer und so. Bringt ihn mal wieder runter, lasst uns irgendwann mal abhängen. Ich rauche jetzt eine Menge Gras und vielleicht können wir mal saufen gehen oder so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So ein komischer Sohn oder so ein verdorbener Sohn. Na gut, die Tochter ist auch eine Schlampe. Ja, der Michael hat auf jeden Fall nicht viel Zeit gehabt für seine Kinder. Obwohl er im Ruhestand war. Komisch. Er hat einfach keinen Bock auf die, glaube ich. Aber zum Rumpfingen hat er immer Bock gehabt. Mit der Amanda. War Amanda? Ich glaube, Amanda war das. Deine Frau. Michaels Frau müsste Amanda sein. Wer ist das denn? Who the fuck is this? The guy keeping you out of the gas chamber. Townley's on his way. We need to talk face to face. Warehouse off Dutch London in Banning. Oh, we can do more than talk, my friend. Jetzt sollen wir erst zum Lagerhaus. Oh, oh, oh. Dieses Spiel möchte. Es möchte einfach nicht, dass wir diese Mission machen. Er ruft uns einfach ihn an und hindert uns daran, diese Mission zu spielen. Oh, ich soll wechseln. Okay. Warum auch immer? You gotta quit that shit, man. Yeah, I know. I take speed mostly, and look at me. Boom! Best shape of my life. Yeah. Yeah, I could still take you, sugar tits. That's because you're fucking deranged, not because you're in good shape. Hey, why don't you stick to doing fucking crunches and feeling bad about yourself, all right, pork chop? Hey, fuck you. You know, I'm beginning to think that's exactly what you want to do. Yeah. Jesus. Just said the same fucking thing to my wife. Did you see his face that last time I popped him? Boom! Oh, ladies! God, you're an asshole. You. You back there. I know you, but you? You, I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! He reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than, than a tail catcher. I have to fucking remember that line. You. Where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh, what are we doing here, huh? This. Please, keep the sleep bastard away from me. No, 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 Ferdinand, he's gone. He's gone. It's okay, I've got some new friends here now. No, this okay. Is Michael, and this, this is Trevor. No. Now, our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know. I already told nothing. Nothing. I don't know anything. Please, please, sir. You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, hi-fi audiovisual. It's top man, good price, VIP, you know? You're a fucking spy. And the asswipes at the agency know this. So I need to know. What did you tell them, and what did they tell you? I told them what I tell you. Uh-huh. What? This doesn't hurt. Whoa, what is this? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. That's it. That's it. I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockford Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No. I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know? Go for a drive. No. You get to work, and I'm not here. The guy's your neighbor. Caesar's Place, Rockford Hills. Verdammt, ich kann nicht zu Trevor. Ich will da sehen, wie er den... Oh, Trevor, alter Schwede. Wir kennen Trevor und was wird er mit dem bestimmt machen? Ich frage mich, warum wir jetzt einfach die Mission starten. Na, egal. Können wir die Mission später machen. Boah, ich würde jetzt so gern zu Trevor gehen und gucken, was er macht. Yeah, the more I see of your boss, the more I like him. I was you, I wouldn't be so critical of who others associate with. So is he gonna be a problem? For sure.
But there's nothing we can do about it. If something happened to him right now, I'd be right under a microscope. An electron microscope of... Watch it! Bureaucratic shit, and that would make it very difficult to keep hold of secrets. Oh, well, boo-hoo-hoo-hoo for you. You know who else is having trouble keeping secrets, asshole? Me, after you brought Trevor in on this. I only brought him in after you put out your press release. Townley's taking scores again. The Los Santos reboot. If we didn't control the situation and he'd unearth this connection, then what? Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises them as his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? The fuck does that matter? Either you were working with us before the Cash Depot job, you walked your crew into an ambush, one of them spent 10 years on the run. Stop! And the other landed in a federal penitentiary. Or we stumbled on the Cash Depot job, Brad went down, you went down, Trevor got away. The FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, and you end up here. Who's to say which of those is true? That there's any doubt. Hey! Probably accounts for you being alive. Back there, Trevor made you right away. The second he saw you. You remember after the bust, I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Townley. Yeah. I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. Back then, sure. Not now. Ja, okay. Eieieiei, jetzt kacken wieder Riegel am Dampfen. Wir müssen hinfahren. Fahr auch zum Arsch der Welt. Da sind wir richtig. Da muss ich parken. Okay. This is bullshit. This place? Davey, they've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks. No way that's your guy. Shit. You are kidding me. I'll call Steve. Wrong house. This guy isn't our guy. Okay. You sure you don't silence him just to make sure? If we're silencing someone, we're silencing the right someone. Get me another address. Hey, you want a coffee? Can I get you anything? Turns out that was the wrong Azerbaijani. We need a new address from Mr. K. Choose your instrument and go to work on it. Where do we start, eh, buddy? Wait! What are you talking about, the wrong guy? No! Who do you want? Just tell me what you want, huh, man? Huh, please, look at me, please. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, ein Volt-Instrument. Fangen wir mal hier mit an, okay? Free dental work. Eieieiei. Fingernageln abziehen oder was? No. Oh, Zahn. Oh Gott, wie zieht den raus? Im Uhrzeigersinn, um raus, okay. Mit der Maus, Uhrzeigersinn. Oh Gott! Eieieiei. Best way to make a man talk is to stop him being able to talk. That hurts too much! Mr. Phillips, ask him about Tahir Javan. What did you ask me? I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chumash. They're right on the Western Highway. Well, that wasn't so tough, was it? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, the Western Highway. Chumash, you're driving. Remember, terror does not take coffee breaks. What a dick. Die Mann, die haben hier ein schönes Leben und Trevor reißt irgendwelchen Leuten Zahn raus. Eieiei, aber Michael ganz mit seinem coolen Outfit. Was immer nicht gewechselt wurde, womit er Rad gefahren ist. Na,
Ist alles, ist doch akzeptabel sowas. Das kann man machen. Kann man sich gönnen. Aber Trevor, glaube ich, ist ein Spaß. So, how are Steve and Trevor getting along? Seems like a productive relationship. Yeah, like I said, he's got his uses. And as you can see, we're trying to take full advantage of him. Then what? This thing with the agency gets put to rest and we don't need you anymore. Right. And what about Trevor? What about him? I need some resolution, Davey. You let him walk. You said you'd clean the whole thing up back in North Yankton. And you told me it'd be a clean job, no casualties. There were more eyes on that town than there needed to be. Yeah, well, according to my eyes, Trevor's your problem, Dave, as much as he is mine. He's not a problem at all. We're monitoring him. Has he said anything about Brad? Fuck yeah, he has. Plenty. I keep changing the subject. You know, he thinks you might actually commute Brad's sentence when this is all over. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad, who he thinks is locked up in high security and not, well, not 6 feet under in a grave marked Michael Townley. The trainees write them. It's a good exercise. Yeah, the fuck. How'd that get started? A few years ago, a letter came to the federal prison system addressed to Brad. Wasn't signed, but it gave a P.O. box in Sandy Shores. I played the part of Brad, and we started a correspondence. Yeah, thanks for telling me, Davey. I was doing you a favor. Didn't think you'd want to know he was in the same state. Yeah, so now what? I just sit back and hope he doesn't figure it out? It's worked so far. He's a time bomb, Dave, and you fucking know it. Ja, man sollte es mit Trevor definitiv nicht anlegen. Der ist eine tickende Zeitbombe, der einfach durchdrehen kann, einfach nur alle Leute töten kann. Muss man aufpassen. This'll do. Alright. Oh. Find out who we're looking for. Yeah, we need a description of the target. Yeah, I'll take care of it. Loosen him up. No, no, please. I tell what? You what loosen you want him to up. Know. No, please. So, was nehmen wir denn jetzt diesmal? Ich bin mal für Elektrochocks. Ich habe gehört, um die Klemme anzuklemmen, um die rechte Klemme anzuklemmen. Drücke E und okay. Hey, now? Huh? Now you ready to talk? I've been ready to talk since the day I got kidnapped. The second That's weeks what ago. We were afraid of. So, yeah. This guy we're after. What does he look like? I was built. I was like middle aged. Yeah. It sounds like you're stalling. This better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark. Okay. He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? Mittel gebaut. What? Yeah. Wer ist denn das jetzt? We're live. You see anyone down there who might be an Azerbaijani? Fuck do I know? You might be an Azerbaijani for all I know. What's one look like? They look Eastern. Half this town looks Eastern, Davey. You got the fall of the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. Wie sieht der We're jetzt aus, Alter? Der könnte das sein, oder? Oh, wechselst du Trevor, okay? They ain't gonna cut it, my friend. Shit. Let me think. I remember. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. Trevor freut sich wieder. Oh Gott, diesmal nehmen wir den hier, ne? Ja, das ist okay. If my mama had waterboarded me more often, I wouldn't be the gun-toting psychopath you see before you now. It's a torture! It is! Sadist! Torturer! Oh! Ow! My mouth! I was drowned! I got wounded! Oh my God. It's all in your head, Ferdinand! Don't worry! Okay, das passt noch alles. Alles im Rahmen des Machbaren, also rüber damit.
Enough! Dry him off! Are we gonna get him up? I'm alive! I'm alive! The government knows what's best for you. Then the government should kill me! So what have you got for us? Hmm? We need Trev to shake up your memory again? No, please. He's got beer. Oh, he's got beer. He's got Gucci beer. Uh-huh. No. I think you're making this up. No, I'm not. Huh? No. Yeah? I'm telling you the truth. Gucci beard? Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informants and just call an airstrike on Chumash Beach. We're back in. Give me some eyes. Bad. Who am I looking for? Steve saying beard. What do you got? Anything specific, or is some stubble gonna cut it? Let's start at Mountain Men, and we'll work our way down until someone fits the profile. There's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for it. Damn. Beards are in fashion in Chumash. Die haben alle noch einen Bart. Land of beach hipsters. We need more. Okay, weitere Informationen. Trevor, leg los. It's gonna be a long day until you give us some intel on our target. He's got beard. He smokes like a fucking chimney. I don't know. Trev, maybe one more time? Just to be sure. No, please, no. Huh? I told you, he smokes. That's all I know. So, diesmal nehmen wir auf jeden Fall diesen Kollegen hier. Where you want it? Nowhere. Isn't there a small... I hope you're not scared. Hi. Interrogation techniques were a little too advanced. Here goes. Er soll wieder zum Leben erwecken. Oh Gottes Willen. Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Ganz ruhig, Brauner. Passiert doch nichts. Schön ins Herz geballert. So, Schraubenschlüssel nehmen und nochmal zuschlagen, bitte. Mr. K. Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chain smokes. And he's left-handed. What's that? He chain smokes. And he's left-handed. Ah, okay. Linkshändler und Kettenraucher und ein Bart. In these bearded guys at the party smoke cigarettes, Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Steve's telling me he chain smokes Redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, der and raucht aber nicht mit links, left-handed. Sondern mit rechts. I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. The rest's details. Ist das jetzt der? Wo hat der die Zigarette? Der hat gar keine Zigarette. Der raucht, hat einen Bart, aber er raucht mit der rechten Hand. Raucht man als... Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wen ich jetzt abknallen soll, wenn ich ehrlich bin. Da, der raucht mit der anderen Hand. I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. Well, as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. And now I'm taking a shot. Davey, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe, could be, used to be, Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work to the pair of you. Now, I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. Let's go, come on. Wait a second, Mr. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Oh, for fuck's sakes. Come on. Let's go. All right. Now you got a flight to catch. Okay? Let's get you to the airport. Oh, safety first. An dieser Stelle würde ich mal sagen, beenden wir den Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Haufen zu meiner Zerboys. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Can you speak?